Hallo und herzlich willkommen zu Fan.at, der Fußballtalk hier bei uns in den heiligen Hallen der Kronenzeit. Ich darf René Fischer bei mir begrüßen und den Trainer, den Neo-Trainer des ASK Elektra. Wiener Liga-Club, frisch übernommen, fast frisch übernommen. Ein Monat ist es glaube ich, und dann ist dieser Abbruch gekommen. Viele kennen dich ja noch als Spieler, warst ja untriebig, Simmering, Vienna damals und Team für Wien, FAC, also die ganzen Stationen habe ich mir jetzt nicht gemerkt alle, ja, muss ich auch ehrlich sagen, aber jetzt auch Trainer. Warst Co-Trainer bei der Vienna, bei Hans Klär damals und Co-Trainer bei Peter Linker und dazwischen warst du dafür zuständig, warst du Trainer, nicht nur Co-Trainer bei den Döblingern, bist Dritter geworden, damals in der zweiten Landesliga, wie diese Konkursgeschichte war mit der Vienna. Nach dem Abstieg. Wie war das so dann als Einstieg, sage ich jetzt mal, in das Trainergeschäft, so eine Mannschaft zu übernehmen mit der Vienna Traditionsgruppe? Wir wissen ja, du hast ein blau-gelbes Herz auch noch. Stimmt, ja. Wie ist das so gewesen für dich damals? War nicht so schwer, weil die Mannschaft mir natürlich bekannt war. Ich habe die ganzen Spieler sehr, sehr gut gekannt und diesbezüglich war es eigentlich eine ganz einfache Geschichte für mich. Der Umstieg dann vom Co-Trainer zum Cheftrainer hat eigentlich reibungslos funktioniert. Wie war das dann wieder von Cheftrainer zu Co-Trainer? Das war ja, glaube ich, nicht so reibungslos, weil da hätten ja viele gedacht, du bleibst Trainer und dann ist Peter Linker geholt worden. War wieder ein Schritt zurück ins zweite Glied, war für mich vollkommen okay. Habe damals auch noch die Lizenz noch nicht gehabt. Und die habe ich jetzt noch geholt, jetzt habe ich die B-Lizenz und mittlerweile darf ich. Jetzt darfst du. Warum noch nicht die A, noch nicht die Pro, noch nicht die... Ich habe bis 39 aktiv gespielt in der ersten Landesliga und habe mich dann erst relativ spät dazu entschieden, dass ich den Schritt als Trainer wage. Hättest du eigentlich irgendwann mal geglaubt, dass du in dieses Trainersein reinrutscht? Ehrlich glaube ich nicht, oder? Nein, absolut nicht. Ich wollte eigentlich nie Trainer werden. Ich habe immer gesagt, ich wäre Funktionär, das ist vielleicht gescheiter. Für wem? Für die Spieler oder? Für die Spieler, für mich selber wahrscheinlich auch, aber ja, irgendwann hat es dann Klick gemacht und ja, jetzt bin ich im Trainergeschäft. Im Trainergeschäft, bei ASK Elektra. Wenn man sich so Elektra anschaut, die ersten im zweiten, steht auf der Homepage gleich drauf. Genau. Ist ja nicht der einzige Verein im zweiten Bezirk. Wir wissen das ja, wo Sie zu Hause sind, beim Happelstadion dort oben. Kenne ich viele nette Geschichten, auch von meinem ehemaligen Trainer bei der Austria. Wie, ich werde es nie vergessen, Christian Schandl hat einen Ball bei einem Frühtraining über den Zaun geschossen Richtung Elektraplatz. Und unser Trainer hat damals gesagt, wenn du willst, kannst du gleich gehen auf Berg. Und dann haben wir, wie heißt Berg nochmal, der da oben ist? Elektra war der Berg. Also, okay. Der war da ein bisschen weiter oben. Kid Abderrazak war damals der Name des Trainers. Er ist gekommen aus Köln, Leistungsdiagnostiker. Aber egal, das ist nur so eine kleine Anekdote von Elektra. Sie versuchen ja schon in den letzten Jahren immer wieder den Angriff zu starten, in die Regionalliga zu kommen. Wenn ich mir das jetzt anschaue von 2015, 16 der Saison, 4., 2., 2., 2., 3. Ja, irgendwie hat man es nicht ganz geschafft noch, oder? Am ersten Platz zu kommen. Noch nicht. Soll jetzt soweit sein? Wer das Ziel, sagen wir mal so, aber es gibt halt die Vienna in der Liga und die sind klarer Favorit und da brauchen wir nicht drüber reden, also es wird sicher nicht einfach. Ausgerechnet deine Vienna gibt es dann auch noch in der Liga, in dem Jahr, wo du Elektra-Trainer bist, aber was man so gehört hat, Elektra will natürlich aufsteigen, also das ist das große Ziel des Vereins, der Weg in die dritte Liga soll endlich klappen, auch wenn es die Vienna jetzt gibt. Warum nicht? Stadlau hat die Vienna auch geschlagen, 3-1, also warum soll es nicht die Elektra schaffen? Genau. Oder andere. So. Oder das sehen wir alle so. Fußball ist vieles möglich. Schauen wir mal. Jetzt bist du ja, hast du übernommen von Langzeitcoach Alfred Niefergall, der 7 Jahre lang bei Elektra war, im Verein war, der jetzt nicht mehr ist. Seit 30. September, da war die Trennung von ihm. Für viele war das ein bisschen überraschend, dass René Fischer Trainer wird bei Elektra. Man hat Namen gehört, Kurt Jusitz, Erwin Cze, Norbert Schweizer, also die Aka Gündüz Mohamed, war eigentlich groß. Warum René Fischer? Das darfst du nicht mich fragen, das muss den Präsident fragen, Manfred Huber. Er hat mich kontaktiert, wir haben dann zweimal plaudert miteinander und das finale Gespräch hat dann relativ lang gedauert. Und ja, hat einfach funktioniert, jetzt bin ich dort. Es macht Spaß, die Mannschaft ist top, der Verein ist top, richtig gut geführt, ein richtiger, guter Stadtliga-Verein und ja, schauen wir, wie es weitergeht. Hoffentlich bald auch ein Ostliga-Verein, ne? Nicht nur ein Stadtliga-Verein. Hoffentlich, ja. Du hast übernommen, nach dem 1:1 gegen Mansfeld.
hast du übernommen. Das hast du zwar schon gesehen, das Spiel, aber danach hast du übernommen. 11 Runden sind derzeit gespielt, vor dem Abbruch. 4. Platz nur derzeit, 24 Punkte, 7 Siege, 3 Remis, 1 Niederlage. Knapp einen Monat bist du dort, wirst dich schon eingelebt mit der Mannschaft. Viele wirst du ja trotzdem schon kennen, die dort spielen. Ja, die meisten Spieler kenne ich natürlich, sind wir alle bekannt. Die Mannschaft hat Qualität, richtig Qualität. Die Mannschaft ist intakt und macht Spaß, mit den Burschen zu arbeiten. Momentan halt leider nicht, wegen einem Lockdown. Aber wir sind guter Dinge, dass wir demnächst wieder am Platz stehen, weil wir sind ja noch im ÖFB-Cup vertreten. Und dazu komme ich dann später. Aber ich muss ehrlich sagen, wie war das für dich so? Jetzt hast du eine Mannschaft übernommen und wenn man sich so einige Spieler anschaut, die da dabei sind, Ostliga-Kicker Karim Salam, Dana Sen, Mario Fürthaler, Dominik Sieberbauer, Patrick Kostner, Emanuel Reil, Felix Steiner. Sehr viele routinierte Spieler, also jetzt nicht eine junge Truppe wie zum Beispiel Stadlauer oder eine Amateurmannschaft in einer Regionalliga, sondern schon mit vielen gestandenen Spielern. Mario Fürthaler als Torjäger auch noch in Erscheinung getreten, 8 Treffer. Unfassbar eigentlich für einen Innenverteidiger, oder spielt er bei dir aber schon was anderes? Nein, spielt immer ein Innenverteidiger, macht nur immer so viele Tore wie die letzten Jahre auch oder die Jahre davor in der Stadtliga. Mario ist bekannt dafür, dass er bei Standardsituationen sehr, sehr gefährlich ist. Ist auch ein total guter Elferschütze. Ich glaube, die letzten 5-6 Jahre, was ich so gesehen habe, hat er noch keinen Elfmeter verschossen. Und ja. Aber 4. Platz, ein bisschen fehlt was, dass man noch ganz nach oben kommt. Die Wiener, glaube ich, hat noch ein Spiel weniger wie ihr. Wiener hat ein Spiel weniger. Also nach Verlustpunkten sind es dann schon 7 Punkte. Was muss jetzt noch passieren, dass man da ganz nach oben kommt? Ja, man muss die Wiener schlagen. Ja. Oder die Wiener muss noch einmal umfallen und auf das hoffen wir. Und es gibt natürlich andere Vereine auch noch, die gut dabei sind, wie Wienerberg und Union Mauer. Sehr überraschend, für mich aber nicht. Beide, oder? Union Mauer eigentlich nicht so. Kennen Robert Popovic sehr, sehr gut. Das ist ein sehr, sehr guter Trainer, haben sich gut verstärkt. Auch 2 Spieler von der Wiener geholt mit Thomas Kindig und mit Kevin Grisch und ja, sind gut unterwegs. Wenn ich jetzt bei Elektra bleibe, der 4. Platz, 7 Punkte nach Verlustpunkten. Jetzt hätte man am vergangenen Wochenende den Rückstand vielleicht reduzieren können. Da wäre man auf die Wiener getroffen. Für dich auch ein ganz besonderes Spiel, glaube ich. Leider ist jetzt dieser Lockdown da. Ihr habt aber trotzdem unter deiner Führung einen, kann man schon sagen, so einen Schritt nach vorne, so einen Auftritt bekommen? Bissi vielleicht. Ich würde nicht sagen wegen mir, sondern die Mannschaft arbeitet gut und ist motiviert und es macht einfach Spaß. Und ja, die Ergebnisse und die Anzahl der Tore spiegelt es auch wieder. 9:0? Ja, nicht so schlecht. Muss man schon mal gewinnen, oder? Genau. In einer Wiener Stadtliga. Also das ist ja kein Kindergeburtstag gewesen, sondern das ist immerhin die vierthöchste Liga. Genau, sehe ich auch so. Macht deine Mannschaft derzeit vieles richtig? Vieles, noch nicht alles, aber vieles. Und ich hoffe, dass sie demnächst alles richtig machen. Demnächst, du sagst es, vielleicht kann man ja im Dezember wieder spielen nach dem Lockdown, nach dem Öffnen der Fußballplätze. Wir wissen es auch dahin nicht. Was macht deine Mannschaft derzeit? Hat sie ein Heimprogramm bekommen? Wir haben ein Heimprogramm für diese Woche und nächste Woche und werden die Woche dann drauf mit dem Mannschaftstraining wieder beginnen. Ich wollte nämlich gerade fragen, weil ein Problem gibt es ja bei euch, weil du schon angesprochen hast, ihr habt noch ein Cup-Spiel. Genau. Der ÖFB-Cup für Elektra, ja, ein bisschen überraschend gekommen. Da haben sich auch viele ein bisschen beschwert, warum Elektra. Aber das ist ja zurückzufolgen dann gewesen auf die großen Erfolge, die man im damaligen Toto-Wiener-Cup gefeiert hat, ist man dort und dann reingerutscht. Man hat in der ersten Runde Regionalligist Weiz besiegt mit 1:0, dann Zweitligist Horn 3:0 geschlagen. Ja. Da warst du schon Trainer? War ich schon. Ja. Und jetzt kommt der Europacup statt der LASK. Spielt man da am Elektraplatz? Spielt man in Linz oder ist das noch nicht klar? Oder? Nein, wir spielen in Linz. Am Elektraplatz wird es nicht stattfinden. Schade eigentlich. Vielleicht hätten wir das Appelstadion nehmen können. Das wäre eine Option gewesen. Vielleicht kann man da noch was machen. Muss man mit Manfred Huber, mit dem Präsidenten reden. Vielleicht kann er da irgendwie seine Beziehungen spielen lassen. Nein, wir spielen auf jeden Fall in Linz am 16. Dezember. Und so schaut es mal aus. Der Termin ist ja ein bisschen für euch zumindest, für den LASK ja nicht, weil der hat Europacup, der spielt Meisterschaft, also der hat keinen Lockdown, der darf weiterspielen, aber ihr habt jetzt seit 2 Wochen, 1,5 Wochen, kein Training mehr in den Beinen, außer Läufe oder sonstiges, aber kein Mannschaftstraining, kein Balltraining und auch bis eigentlich Anfang Dezember keines in den Beinen. Und dann muss man innerhalb von 2 Wochen sich vorbereiten auf ein Spiel gegen den LASK, die Europacup spielen. Es sind 3,5 Wochen. Vorbereitungszeit. Ja, wir müssen es so nehmen, wie es kommt. Es ist einfach so.
Uns bleibt keine andere Wahl. Wir werden das Beste daraus machen und schauen wir. Ist das nicht ein bisschen unfair auch, den kleinen Verein gegenüber? Ich meine, jetzt gibt es einen Lockdown, dass man nicht zu dem sagt, okay, ihr spielt seit ÖFB Cup, dann fangt seit zwei Wochen vorher zum Trainieren an, weil vier Wochen nichts machen, und wir wissen, vier Wochen nichts machen und nur laufen zu gehen, ist für einen Fußballer halt auch nicht gerade das Beste. Ne? Also gerecht ist es natürlich nicht, wenn ich jetzt denke, dass der Lasker im Meisterschaftsmodus ist nach wie vor und weiterhin Europacup auch spielt und jeden Tag trainiert. Und ja, wir sind halt quasi eingesperrt einmal die zwei Wochen und dann dürfen wir drei Wochen trainieren, ohne Spiele vielleicht. Und ja, wie gesagt, es ist so, wir müssen es so annehmen, wie es ist und das Beste draus machen. Sahnehäubchen, Regionalligist geschlagen, Zweitligaverein geschlagen, Erstligist geschlagen, so. So eigentlich die richtige Reihenfolge, oder? Lass mal die Kirchen im Dorf, es wäre eine schöne Reihenfolge, aber wenn man realistisch ist, dann weiß man, dass dort die Lorbeeren sehr, sehr hoch hängen. Und ja, aber wer weiß, im Cup ist alles möglich, es ist schon viel passiert. Das stimmt. Schauen wir mal, warten wir mal an. Und wenn man dann noch einen Spieler in den Reihen hat, der eigentlich ein LASK-Spezialist ist, da ist es vielleicht noch viel einfacher. Dominik Silberbauer, vier okay. Spiele gegen den LASK, drei Tore. Also ich glaube, der hat einmal ein Fix-Fest von Beginn an, weil der weiß anscheinend, wie man den LASK ein paar Tore schießt. Okay, Dominik ist momentan ein bisschen verletzt, er hat einen Muskelfasereinriss gehabt. Deswegen hat er noch ein bisschen Zeit. Trifft sich gut, hat er noch Zeit, fit zu werden. Und wenn er fit ist, ist er auf jeden Fall der Kandidat, dass er von Anfang an spielt. Super Bursch, super Spieler. Der würde mich freuen, persönlich für ihn, wenn er noch einmal trifft gegen den LASK und uns vielleicht zum Sieg schießt auf der Kugel. Ja. Wäre eine tolle Geschichte. Wäre auch nicht so schlecht. Also schauen wir mal, ob sie das Silberl, sagen wir jetzt eben, ob sie das Süberl. So schnell wieder erholt und auch gegen den LASK dann im Cup treffen wird für Elektra. Wäre nicht so schlecht. Kommen wir ganz kurz noch zur Meisterschaft zurück. Soll ja dann in Wien der Fußball am 6. Februar wieder starten, laut WV-Präsident Robert Sedlacek. Ja. Was ist euer Ziel? Wie werdet ihr eure Mannschaft verstärken? Sagt ihr, nein, wir haben eine super Mannschaft, wir lassen das so, wie es ist. Wir brauchen einfach nur, wir müssen uns einspielen und dann werden wir das Angriff. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Übertrittszeit beginnt, glaube ich, mit Jänner. Mhm. Mal schauen, was sich am Markt auftut, welche Spieler frei werden. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Spieler, der sich auch bei uns verändern will, weil er nicht spielt. Ja, Verstärkung, die eine oder andere, wäre natürlich schön. Aber was denkt ansonsten, man da als Trainer? Bitte? Also was denkst du da als Trainer? Ja, ich denke immer offensiv, weil ich will Tore schießen, ich will viele Tore schießen. Ich gewinne lieber 4-1, 5-1 als 1-0. Das macht mir Spaß, ich will dem Publikum was bieten. Ja. Aber du sagst, der Elektra ist gerüstet für den Angriff auf die Wiener. Und du glaubst, dass Wiener quasi der Titelfavorit Nummer 1 ist? Jetzt. Wiener ist definitiv der Titelfavorit Nummer 1. Also ich glaube, die haben mehr Profis drinnen als Vorwärtssteier in der zweiten Liga. Ja? Also, nein, und auch die Qualität ist sehr, sehr gut. Das Umfeld ist top. Ich kenne es ja. Ich weiß, wovon ich rede. Ja, also definitiv. Aber dann würde Elektra das Ziel Regionalliga heuer wieder nicht schaffen. Das heißt, es wird vielleicht wieder ein zweiter oder ein dritter Platz dazu kommen. Aber irgendwie ist man das ja schon gewohnt, als der ewige Zweiter zu sein, oder? Also ich persönlich nicht, aber deswegen wollen wir das auch ändern. Ja, wie gesagt, es ist noch viel Zeit, es ist viel möglich. Wer weiß, vielleicht können wir überraschen. Zuerst gibt es einmal jetzt das Cupspiel. Und ja. Dann schauen wir weiter, was man in der Meisterschaft noch so... Ja, zustande bringen, sage ich jetzt mal so. Nein, ich wünsche auf jeden Fall einmal alles Gute für das Cupspiel gegen den LASK Süberl. Vielleicht zeigt er sich wieder als LASK-Streck auf der Kugel. Ja, ich hoffe es. Dreimal hat er es schon geschafft, gegen den LASK zu treffen. Vielleicht schafft er es ja ein viertes Mal im fünften Spiel und schießt euch dann in die nächste Runde. Ich bin aber dann gespannt, wer dann als Gegner kommt, weil dann gibt es keinen Bundesligisten mehr oder sonstiges. Dann wird es vielleicht Salzburg werden. Wäre auch nicht so schlecht, oder? Wäre auch okay. Spielen wir heute in Salzburg. Am Elektraplatz. Am Elektraplatz dann im Frühjahr, weil das spielen wir dann wahrscheinlich nicht mehr im Dezember. René, ich sage danke fürs Kommen. Danke. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass du uns einen kleinen Überblick über ASK Elektra, den Stadtligisten, gegeben hast. Bei Ihnen darf ich mich natürlich auch bedanken, dass Sie zugeschaut haben. Fan.at, der Fußball-Talk, den wird es jetzt natürlich öfters geben, nicht nur mit Elektra oder mit Stadlau, sondern auch mit anderen Clubs aus ganz Österreich natürlich. Wir werden uns auch die Mannschaften aus der Steiermark, aus Oberösterreich, aus Tirol, Salzburg, aber Vorarlberg, natürlich Burgenland, Niederösterreich, Kärnten, ja, und natürlich aus Wien
krallen und einmal vor die Kamera bitten. Ich sage danke fürs Einschalten, sage bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.